abgewogen werden müssen und notfalls, was heißt notfalls, im Normalfall wahrscheinlich sogar dann vom Markt verschwinden müssen. Denn das sind ja auch historische Dinge, die hier eine Rolle spielen, die die gesamte Menschheit betreffen. Ja, noch genießen diese Unternehmen auch dort eine Immunität, wie es ja heißt. Man ist irre. Andreas sagt gerade, das ist irre und das ist es auch. Aber die Untersuchung wird auch prüfen, ob die Daten aus den Impfstoffstudien manipuliert wurden. Und der Generalstaatsanwalt von Texas merkte an, dass die Untersuchung wörtlich potenziell betrügerische Aktivitäten betrifft, die außerhalb des gesetzlichen Immunitätsschutzes liegen, der den Herstellern des COVID-19-Impfstoffs gewährt wurde. Und hier wird es nochmal erläutert vom Pleiteticker. Aktuell genießen die Hersteller von COVID-19-Impfstoffen in den Vereinigten Staaten rechtliche Immunität gegen wörtlich Ansprüche auf Schadensersatz, die durch die Verabreichung oder Verwendung von COVID-19-Tests, Medikamenten und Impfstoffen verursacht werden. Sollte aber die Untersuchung von Herrn Paxton, dem Generalstaatsanwalt von Texas, betrügerische Aktivitäten aufdecken, könnte die Immunität aufgehoben werden und dadurch wäre es durch die Impfung geschädigten Personen endlich möglich, in Sammelklagen gegen die pharmazeutischen Hersteller vorzugehen. Naja, vor allem geht es jetzt auch darum, rechtlich zu ermitteln, wie kann es überhaupt sein, dass ein Betrieb, ein freier, privater Konzern eine Immunität genießt, wie sie eigentlich nur Diplomaten genießen dürfen oder eben halt auch die Abgeordneten oder Senatoren in einem Kongress. Das bedeutet, dass hier für mich der Begriff der Komplizenschaft innerlich aufpoppt. Und auch an dieser Stelle nochmal, es gilt die Unschuldsvermutung. Sollte man jetzt nicht ein Verfahren einleiten gegen alle relevanten Politiker und Führer dieses Systems? Wir sehen ja gerade, was da läuft in der EU, wo Frau von der Leyen gerade auch von der Staatsanwaltschaft untersucht wird, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, weil auch hier ziemliche Unregelmäßigkeiten im Raum stehen. Auch da, es gilt die Unschuldsvermutung. Sollte dann aber eine juristische klare, ein Verfahren dazu führen, dass diese Leute, ich sage mal, gemeinsame Sache gemacht haben, dann nutzt auch nichts die Argumentation, wir standen unter dem Notfall, weil wir nicht wussten, wie das Virus ist. Das wird dann so im Prinzip diese Entschuldigungswelle sein, die man dann sagt, das war eine besondere Situation, besondere Härte. Nein, auch Dummheit schützt vor Strafe nicht und dann muss man ganz klar diese Menschen auch justiziabel belangen. Es ist doch eigentlich logisch, jedem Normalbürger passiert es sogar, wenn er seine Steuererklärung zu spät abgibt. Oh ja, kann ich auch ein kleines Gedicht aufsagen darüber, aber ich lasse es. Vielleicht noch ein Vergleich. Also das, was in Texas passiert, das ist ja auch schon in Florida in Gang gekommen durch den dortigen Gouverneur Ron DeSantis, Republikaner, der den obersten Gerichtshof von Florida angewiesen hat, eine Grand Jury einzuberufen, um wörtlich jegliches und jedes Fehlverhalten der Hersteller in Bezug auf die Impfstoffe zu untersuchen. DeSantis hat wörtlich gesagt, wir werden die Daten bekommen, ob sie sie uns geben wollen oder nicht. Und weiter sagt er, in Florida ist es illegal, zu täuschen und falsch darzustellen, insbesondere wenn es um die Wirksamkeit eines Medikaments geht. Interessant finde ich hier dabei, dass der Abgeordnete, dieser Gouverneur, jetzt sagt, egal ob man sie uns gibt oder nicht, mit anderen Worten, er kommt an die Informationen nicht ran, obwohl er ein hoheitlich gewählter Politiker ist. Und ich darf da noch mal an der Stelle mal einen Vergleich ziehen. Als beispielsweise amerikanische Konzerne in den deutschen Markt reingegangen sind und haben die mittelständischen Betriebe unterdrückt, da wurden sogar die mittelständischen Betriebe gezwungen, ihre gesamten Know-hows, ihre gesamten Ideen, ihre gesamten Patente den großen Konzernen mitzuteilen, sonst wären sie außen vor gewesen. Also das mal so als Gegenteil. Das bedeutet, ein Konzern hat hier wiederum wesentlich mehr Macht, in die tiefsten Annalen eines Unternehmens einzugreifen und reinzusichten und es transparent zu machen mit entsprechenden Bedrohungen, während ein hoheitlich gewählter Politiker als Gouverneur eines Landes hier sagt nach dem Motto, wir werden uns das holen müssen, weil die geben uns das einfach nicht. Ich meine, einfach was da so zwischen den Zeilen so zwischensteht, wie eigentlich die Wertigkeit der Macht hier einzuordnen ist. Danke.
Andreas, für deine Einordnung. Wir kommen zum nächsten Thema. Es geht mal wieder um den großen Habeck-Greichen-Clan in Berlin. Es gibt schon wieder einen Staatssekretär, der Robert Habeck unter Druck setzt bzw. in Erklärungsnot. Und wir haben jetzt schon viel berichtet über seinen Staatssekretär Patrick Greichen, über dessen großes Familienkonstrukt, das da eingebunden ist in die schwerwiegenden Regierungsentscheidungen, die Deutschland derzeit schwer zu schaffen machen. Jetzt gibt es also diesen zweiten Staatssekretär, der Mann heißt Udo Philipp. Und ja, da sind auch ein paar Interessenkonflikte und die sind auch nicht gerade eine Petitesse. So ist dieser Herr Philipp zuständig für Digitalpolitik und die deutsche Start-up-Szene, verantwortet unter anderem die Start-up-Strategie der Bundesregierung und milliardenschwere Förderprogramme. Aber Herr Philipp betätigt sich auch nach den Recherchen von Business Insider zugleich als sogenannter Business Angel bei Startups, also ein Geschäftsengel. Er unterstützt Firmen durch stille Einlagen, Kredite und offene Beteiligungen, wie er auch eingeräumt hat, als er gefragt wurde. Und um welche Firmen es sich dabei handelt, das Ganze meldet hier der Fokus. Dazu schweigt er. Also das möchte er jetzt nicht so gerne sagen, die Namen der Firmen. Daneben hat Philipp also auch Geld in einer Reihe von Fonds, also Udo Philipp, der Staatssekretär. Einzelne Fonds, die sich dem Staatssekretär selbst zuordnen lassen. Die bewegen sich in Zukunftsbranchen und dazu zählt die Elektromobilität, für die Philipp im Ministerium die Verantwortung trägt. Eine Sprecherin verweist auf die Compliance-Regelungen, die natürlich auch für Udo Philipp gelten, diesen Staatssekretär, die allerdings offenbar recht schwammig sind und der Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen, den spricht er hier ab. Er sagt, den habe er nicht, denn seine Fonds würden von Dritten verwaltet werden. Ja, und was hier natürlich im Raum steht, ist sofort der große Oberbegriff Korruption, Schmiererei, Verklebung, Clan-Denken, all diese Dinge. Ich meine, wenn er in dem Moment nicht sagt, an welchen Unternehmen er beteiligt ist, dann kann man ja nur eins und eins zusammenzählen. Es sei denn, er würde es jetzt tun und würde mich eines Besseren belehren. Dann nehme ich das natürlich sofort wieder zurück. Aber die Vermutung liegt nahe, dass er genau in den Unternehmen investiert ist, wo er politischen Einfluss nimmt, dass diese Unternehmen auch wirklich funktioniert. Das heißt, er geht nicht mehr die Risiken eines Spekulanten ein, sondern er spielt ein Systemspiel. Er investiert in die Unternehmen, die er selbst nach oben bringt. Das ist das, was ich immer sage. Man produziert Ereignisse, also man löst Ereignisse selbst aus, auf die man vorher dann gesetzt hat. Und damit ist das natürlich eine Ungerechtigkeit und das ist eine klare Form auch von Korruption. Und da müsste ja sofort jetzt was passieren juristisch. Wir sind gespannt. Allerdings habe ich keine große Hoffnung, wenn ich mir den Aufklärungswillen von Robert Habeck anschaue. Wir hatten da einige Videos letzte Woche gepostet, aus dem Bundestag, auch in anderen Situationen, wo deutlich wurde, Andreas, dass Robert Habeck, Vizekanzler, Superminister im Wirtschaftsministerium und Klimaministerium, der das große Sagen hat, der das Antlitz des Landes gerade verändert, der sich überhaupt nicht gerne von anderen Kritik anhört oder in die Suppe spucken lässt, der dann richtig sauer und zum Teil sogar ausfallend wird. Naja, aber Habeck spielt nun wirklich keine Rolle in einem Rechtsstaat. Unabhängig jetzt davon, was er kann oder nicht kann in seiner Rolle, uninteressant. Es ist hier auf jeden Fall der Vorwurf im Raum, dass wir einen korrupten Vizekanzler haben und einen korrupten Wirtschaftsminister. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, mit welchen Vokabeln mittlerweile umgegangen wird. Man spricht von einem Vertreter der Bundesrepublik Deutschland auf Bundesebene von einer Korruption. Das ist unglaublich und der darf einfach so bleiben. Nein, das müssen natürlich andere machen. Das große Versagen liegt wieder auch hier bei den Medien und bei der Justiz. Würden die Medien zum Beispiel jetzt auftreten und würden sich mit der Opposition beschäftigen, zum Beispiel im Bundestag,
Und da würde man relativ schnell ganz viele Leute finden, die sagen würden, wir brauchen dringend einen Untersuchungsausschuss. Damit könnte man eine Druckkulisse aufbauen gegenüber den Bürgern, bis dann dieses Ding auch laufen muss. Damit würden auch die Justiz, die ganzen Beamten, die dort sind, die Richter, würden Rückenwind bekommen und würden sagen, okay, ich kann endlich den Rechtsstaat wieder vertreten. Denn was hat denn ein Richter zu erwarten, der sagt, ich setze mich jetzt für das Recht ein und anschließend wird er medial dafür vernichtet, weil es nicht der Ideologie entspricht. Das heißt, die Mittäter sehe ich ganz eindeutig in der Medienlandschaft. Ja, und in der Medienlandschaft. Und ein gutes Beispiel für Entwicklung ist aber tatsächlich der Bild-Chefredakteur, der ehemalige Julian Reichelt. Gleichgültig, was er zu Zeiten von Covid und so weiter auch selber mit vertreten hat, aber auch Ralf Schuler, der ja jetzt auch mit Reichel zusammen eine Talkshow hat, eine eigene Talkshow. Und also es ist der Pleite-Ticker, es ist Achtung Reichelt und es ist das Talkformat Stimmt. Und diese drei Formate bringen im Moment, besetzt mit Ex-Mainstream-Journalisten, wirklich Licht ins Dunkel. Und man kann gar nicht dankbar genug dafür sein und man kann nur beten und hoffen, dass das noch lange anhalten möge und die Herrschaften da noch ein bisschen weiter arbeiten können. Denn wenn ich mir zum Beispiel den nächsten Beitrag anschaue, der vom Pleite-Ticker kommt und der sich Patrick Reichen nochmal vornimmt, aber nicht wegen seiner jetzigen Rolle als Clan-Chef da in Berlin, sondern er hat vorher schon ganz bestimmte Anwandlungen gehabt, als es um die Mikrobe und die Lockdown-Maßnahmen ging. Und der Pleite-Ticker hat mal einige Tweets von Patrick Reichen zusammengetragen. Und der Beitrag beginnt mit den Worten, er ist der Vater der Wärmepumpenwende. Angst vor dem Klimawandel ist sein Karrieregarant. Patrick Reichen setzt politische Ziele gerne mit Hilfe von Panikprognosen durch. Und schon bereits in der Corona-Krise zeigte Habecks Staatssekretär eine hohe Affinität zu Horrorprognosen, von denen die meisten so selbst überzeugt wie falsch waren. Wir haben seine ersten Corona-Tweets gesammelt. Andreas, bevor ich da reingehe und ein paar von Herrn Greichen vorlese, wie ordnest du denn diese Wende in den Medien ein? Naja, das heißt in den Medien, es geht jetzt erst einmal darum, dass wir versuchen müssen und man kommt nicht mehr drum rum, dass die Wahrheit an den Tag kommt, wie man mit Angst und mit Apathie die Menschen versucht eben zu steuern. Ein Mensch, der apathisch ist, in Angst ist beispielsweise, der ist natürlich besser steuerbar und die Demokratie braucht genau diese Menschen. Und jetzt sind aber schon so viele Entwicklungen gegangen, dass bestimmte Punkte nicht mehr rückholbar sind. Und die Medien treten dann auf und fordern plötzlich eine Offenheit und eine Transparenz, wenn bestimmte Dinge nicht mehr zu kitten sind. Das heißt, wir sehen einen Schaden, wir finden dann einen Schuldigen, der ist auch wieder ganz schnell vergessen und bekommt eine gute Abfindung oder eine Pension. Und dann geht das Spiel einfach weiter und man sagt, naja, das war halt so, da konnte man nichts gegen tun, man hat nichts machen können dagegen. Ich wäre trotzdem dankbar, wenn du jetzt nicht nur die destruktiven Begleiterscheinungen siehst, sondern das ist doch wirklich ein Vorgang, wenn solche Leute aus dem System rausgehen und wirklich, ich meine, eigentlich gehöre ja ich auch dazu, wenngleich dieser Vorgang viel länger zurückliegt. Aber ich habe ja auch fast 20 Jahre lang da abends gehockt und was vorgelesen, von dem ich oft dachte, na, mag das stimmen? Das stimmt, aber ich will sie jetzt eben halt auch nicht gleich als Helden bezeichnen und sagen, das ist jetzt wunderbar. Aber ich freue mich, dass sie auf der richtigen Seite unterwegs sind. Und ich bin auch froh darüber, dass diese Dinge natürlich auch auf den Punkt gebracht werden. Und es ist wichtig und es verursacht natürlich dann auch einen entsprechenden Druck auf die noch immer mehr ins Abseits gedrängten Hofmedien. Die sind ja alle komplett austauschbar. Also man braucht sich ja kaum noch irgendeine Zeitung anlesen, weil überall dasselbe drinsteht und vor allem ist überall derselbe Zungenschlag. Oder wenn ich mir öffentlich-rechtliches Fernsehen ansehe, dann sehe ich mehr oder weniger immer nur dieselben Richtungen, dieselbe tendenziöse Grundhaltung, die dahinter steht. Und das wird jetzt immer klarer aufgedeckt. Und irgendwann kann dann kein Moderator von großen Talkshows der öffentlich-rechtlichen Medien
den ARD und ZDF draußen rumlaufen, ohne dass er nur verächtliche Blicke erntet. Das wird jetzt schon so sein. Und jetzt ist auch schon der Fall, dass wir sehr viele Beiträge auch von Bild einstellen, vor allem aus diesen Talkrunden, die Bild TV derzeit noch produziert. Auch da kann man sagen, hoffentlich noch lange. Denn das, was da passiert, oder auch bei der Welt, die doch tatsächlich in viele Bereiche mehr und mehr Licht leuchten, durch diese Berichterstattung, Andreas, auch wenn es ein paar Jahre falsch gelaufen ist, entsteht doch auch eine andere Energie. Also zum Beispiel erleben wir in unserem privaten Umfeld jetzt mehr und mehr Menschen, die erwachen, die Fragen stellen, wo sie vorher geschwiegen haben, ganz verbissen. Und ich habe gerade auch privat einen Fall einer alten Freundin, die die ganze Zeit nichts von all dem wissen wollte, was unbequem sich anhört, aber jetzt Fragen stellt. Und solchen Leuten kann man zum Beispiel eine solche Bildsendung schicken, denn das sind immer noch die Medien, denen vertraut wird im Mainstream. Und dass die plötzlich solche Dinge auflösen, wirklich konkreter berichten, versuchen, die Wahrheit da reinzubringen, das macht doch etwas mit der gesamten Erwachungsebene. Mit Sicherheit. Ein pauschales Vertrauen würde ich da auch nicht jetzt so unterstellen, aber ich sehe es so, in bestimmten Bereichen, vor allem innenpolitischen Bereichen, da findet man gerade in diesen Sendungen, auch bei Bild TV, hochinteressante Dinge. Es gibt aber auch Bereiche, wo ich dann einfach sage, die lese ich überhaupt nicht, weil sie mir auch dann zu tendenziös sind. Aber das außenpolitisch zum Beispiel, geopolitisch, da halte ich mich dann zurück. Aber es gibt einige Dinge, so ganz konkret, wenn es darum geht, zum Beispiel um Schäden durch diese mRNA-Spritzen, die man hatte und so weiter, wo auch Klartext gesprochen wird. Und das ist schon eine richtige Ansage. Und insofern ist das eine gute Entwicklung, ja. So, und jetzt wollen wir aber kommen zu genau dem, was wir vorher angekündigt haben, nämlich zu den Posts von Patrick Reichen in der Zeit Coronas. 26. März 2021, da warnte der heutige Staatssekretär bei einer Inzidenz von 124 vor Stimmungsmache, die zu Lockerungen geführt habe. Und wörtlich hieß es dort von ihm, dafür rennen wir jetzt quasi ungebremst in die dritte Welle hinein mit tausenden zusätzlichen Toten im Mai und Juni. Es ist zum Verzweifeln. Und im Januar 2021 war er gegen die Schulöffnungen. Da hat Patrick Reichen sich stark gemacht und geschrieben, wie gut, dass die Regierung Berlin und der Senat gestern ihre Haltung zur Schulöffnung ab Montag revidiert haben. Die Zahlen in Berlin und Brandenburg gehen steil nach oben, müssen aber deutlich nach unten. Nicht auszudenken, was passiert, wenn Berlin auf einer Inzidenz von 200 heraufkommt. Und die Schulen, da eben, wie gesagt, da war er gegen die Öffnungen und kommentierte auch schon im Dezember 2020 einen Tweet von dem Zero-Covid-Papst Yanir Bayam, der also für Zero-Covid plädiert hatte. Ihr wisst, das sind dann die totalen Kontrollmaßnahmen, wenn man sagt, es darf nicht ein Covid-Fall auftreten. Das ist das, was China ja eine Weile gemacht hatte, als Millionen Menschen in Millionen Städten eingesperrt wurden und mit kargem, dürftigem Essen täglich versorgt wurde, aber nicht raus durfte. Und er hat sich mit dem eben auch gemein gemacht und das ganze Drama der deutschen Corona-Politik auf den Punkt gebracht. Und Reichen hat immer wieder Corona-Maßnahmen gefordert, hat immer wieder gefordert, dass ein härteres Durchgreifen der Bundesregierung jetzt unbedingt von Not sei. Zum Beispiel Ende 2021, da hat er getwittert, Österreich ist Deutschland in den Fallzahlen etwa 2 Wochen voraus, Beschluss heute, Lockdown, Impfpflicht. Mal sehen, wann wir da sind.
Naja, man erkennt daraus eben halt eine Grundhaltung einer menschenverachtenden Politik, die Herr Greiten ganz klar forciert und mitträgt. Denn es ist eine menschenverachtende Politik, wie wir jetzt im Nachhinein wissen und im Dezember 2020 schon wissen konnten, spätestens durch die Hammer-and-Dance-Papiere, die ja schon zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr im Umlauf waren, die bekannt waren und Herr Greiten hätte sie auch lesen können. Hat er sie nicht gelesen, dann frage ich mich, wie fähig ist er, die Zusammenhänge überhaupt zu ermitteln, zu recherchieren, um zu wissen, dass er möglichst ein breites Datenmaterial hat, worauf er Entscheidungen oder auch solche Tweets abzielt. Oder ob er eben halt sagt, das ist mir völlig egal, weil ich bin einer mit von diesen Hammer and Dance und spiele dann dieses Spiel mit im Interesse meiner Auftraggeber, die ich zu vertreten habe. All diese Dinge stehen hier im Raum und all diese Dinge, dafür gibt es nämlich eigentlich eine parlamentarische Demokratie, gehören in Untersuchungsausschüsse und letztlich vor den Richter. Es ist doch wirklich unfassbar, dass wir hier Dinge besprechen müssen, die so logisch sind an einem gesunden Menschenverstand, als dass das nicht geklärt werden müsste. Ich frage mich, was machen Richter eigentlich durch, die das Ganze hier erleben müssen? Naja, es gibt ja ein paar, die haben gute Beziehungen in die Politik auch, aber einige andere, die sehr wohl an Aufklärung und Gerechtigkeit interessiert sind. Es sind wirklich, also man kann es immer nur sagen, bewegte Zeiten, Andreas, und diese bewegten Zeiten, die lassen uns ja auch weiterentwickeln. Das heißt, wir haben dadurch die Chance, uns nicht bei jedem Thema neu aufzuregen und zu sagen, es gibt so, es darf doch nicht wahr sein. Nein, wir wissen, wir befinden uns in dieser Zeit, die in der Bibel zum Beispiel als jüngstes Gericht bezeichnet wird und im Alten Testament schon wir darauf vorbereitet wurden. Und wenn wir in eine solche Phase eingetreten sind, und das ist das berühmte Nadelöhr, das wir sozusagen geöffnet bekommen haben, als es mit der Mikrobe losging, lass uns ruhig daran erinnern, was wir alles durchgemacht haben. Panik vor Impfpflicht, wirklich dann auch die Impfpflicht, die viele Menschen aus dem Berufsleben gekegelt hat und so weiter. All das verändert uns und alle Entwicklungen sind eben nicht nur dafür da, dass wir Angst und Schrecken haben, sondern dass wir lernen sollen, genau das zu bezwingen, dass wir uns eben nicht in diesen destruktiven Energiezustand bringen lassen, sondern mit unserem eigenen Wollen und vor allem dem Gottvertrauen immer wieder neu etwas entgegensetzen. Nun, da sind wir natürlich auch wirklich, wir beide hier in der Verbindung ganz klar positioniert. Wenn man die Schöpfungsarchitektur sieht, dann weiß man, dass das, was hier alles läuft, komplett nachvollziehbar ist, wie wir es auch schon so oft dargestellt haben. Und das ist auch logisch. Logisch kommt ja von Logos. Logos heißt das Wort und Logos heißt auch Gott. Und wenn wir wissen, dass aus dieser Ebene heraus irgendwann eine Endzeit, ein jüngstes Gericht, wie man das immer nennen will, Umbruch oder Transformation, da gibt es verschiedene Begriffe, die man dafür verwenden kann, dass die irgendwann kommt, dann können wir das jetzt gerade erkennen. Wenn ich dann teilweise so reagiere auf diese täglichen Nachrichten, ist das natürlich die zweite Seele in meiner Brust, wo ich dann als Mensch plötzlich in dem Moment auch stehe und denke, verfluchte Axt, das kann doch nicht laufen, dass das jetzt einfach so gemacht wird und dann ärgert man sich drüber. Aber im Großen und Ganzen sind wir trotz alledem in der Ruhe, weil wir das Licht am Horizont sehen und wir gehen ganz gerade unseren Weg und das ist entscheidend. Ich hatte gerade letzte Nacht noch mal reingehört in dein Abendgebet zu dem Thema der Geoengineering-Dinge und so weiter, wie man dann in Wut auch gerät und so weiter und wie dann das Seelenarbeitsteam diese Frage eingefangen hat und dann wieder in eine sanfte Woge reinbekommen hat, um daraus dann wieder eine klare Strategie abzuleiten, wie man diese Dinge eben auch wirklich durchsteht, sauber durchsteht und dann auch in der Kraft bleibt und auf gar keinen Fall sich reinschraubt in den Wahnsinn. Das ist ganz wichtig. Und aber auch wir sind nicht davor gefeit, permanent durch irgendwelche täglichen Dinge auch am Rand zu stehen und einfach mal fast auszuflippen. Aber wir flippen nicht aus. Das ist dieser, der Bruder von Pastewka, ne? Pastewka, ja. Ich flippe aus. Es ist unfassbar. Es ist so schön. Wir sehen ab und zu mal die Pastewka-Folgen und da haben wir große Freude dran, weil da wird der Spiegel der Menschen so vor Augen geführt. So ein bisschen der moderne Loriot. Viele Ältere erinnern sich noch, wer Loriot war. Genau. Also wenn ihr mal wirklich
lustige Stunden haben wollt, dann solltet ihr euch ruhig mal Pastewka, diese Serie, anschauen. Ich glaube, da gab es insgesamt 10 Staffeln.